zurück bei GeoGuessr, Folge 8 von 100. Jo. Oder hallo. Mehr. Wieder mit den, also Jakob, Mareike und ich, Alex. Wie vom letzten Mal. Es ist die gleiche Session immer noch. Und wir sind hey, jetzt, das musst du nicht verraten. Nein, wir sind jetzt warm gelaufen. Das heißt, ja. Es wird jetzt immer besser. Ja. Und deswegen kennen wir uns diesmal auch besonders gut in Philadelphia aus. Dann machen wir jetzt eine Philadelphia. Oh nein, 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 bitte nicht. Irgendwas Spannendes, Taiwan. Okay. Taiwan, eine Taiwan-Speedrunde. Ja, was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Also ihr kennt euch gut in den USA aus, ne? Aber ist ja langweilig. Die Niederlande. Guck mal, Nachbarland. Vielleicht, bist du schon häufiger da gewesen? Ja, als Ostfriesin musst du doch ganz oft da gewesen doch. Sein. Dosenbier kaufen so für auch, Festivals. Ne? Ja, stimmt. Überall sind nur Tulpen und Windmühlen. Das ist halt... Okay. Sollen wir vielleicht eine Speed-World-Runde machen? Ja. Eine etwas Speed? Ja. Was sagen wir denn? Gibt's das mit den Sehenswürdigkeiten eigentlich noch? Ja, das gibt's noch. Okay. Famous Places. Das können wir dann ja in der dritten Folge machen. Du meinst in der neunten? Ja. Ja, aber wir machen nicht zu sehr Speed. 45 Sekunden? Oh Gott, nee. Weniger. Eine Minute. Das ist ein entspanntes Speeding. Okay. Gut. Speed Guessing. Let's go. Eine Minute und 10 Sekunden. Nein. Doch, schön. Eine Minute und 11 Sekunden. Egal. Los geht's. USA. Übrigens hier oben die Zeit. Ja, ja. So, ja, das ist auf jeden Fall wieder USA. Bisschen hügelig. Ja, oh, etwas so, hügelig. Ich würde sagen... Das ist in der Kill-Winning-Street. Nein! Kill. Bin ich gestern noch vorbeigekommen. Ich würde sagen, das ist Virginia. Das ist Virginia. Virginia? Ja, das ist so Ostküste. Guck mal, Ostküste, ein bisschen südlich von Washington. Wir haben noch 40 Sekunden. Ach so, ja, ich schieb hier die totale Panik. Also Alex hat noch genug Zeit, also das, was mit, das mit VA abgekürzt ist. Da, ja, haben wir. Okay. Genau. Und dann halt da so ein bisschen, wo es ein bisschen grüner wird, weil da wird es dann eben auch ein bisschen hügeliger. Sind wir in Forest. Ja. Eine schöne Stadt namens Forest bei Bedford und Timberlake. Gibt es denn da auch einen Wald namens City? Aber dafür, dass es Forest heißt, gibt es wenig. Es ist New London. New London? New London, ja. Wir haben noch 16 Sekunden. Mhm. Vielleicht finden wir noch einen entscheidenden Hinweis. Mhm. Aber selbst dann fällt es mir schwer, da noch drauf zu klicken und zu suchen. Ja, das machen wir einfach mal. Oh. Das war Canada. Das war... Next one. Wir haben nichts gemacht. Oh. Also. Wow. Wow, Logistics. Wir sind bei Wow Logistics. Wo haben die ihren Sitz? Ist der Ort ja wieder, wow. Das könnte natürlich sein. Oh, hier ist noch ein Center. Da steht ja noch das Distribution Center von irgendwas. Das sieht mir einfach nach Gewerbegebiet aus. Von Wow. Aluminium. Group Co. Pace. Mhm. Die Pace Industries. Das ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte von nirgendwo, echt. Guck dir das Land da an. Aber die Straßenränder sind gut gemäht. Ja, sind sie. Hier ist noch was. Oh Gott, wie viel Zeit haben wir noch? Great Lakes. Oh, 30 Gott. Sekunden. Die Boote. Great Lakes? Hello. Great Lakes. Oben gerade. Ja, wir sind gerade hier am Let's Play von GeoGuessr. Ja. Wisst ihr, wo das ist? Aber du kannst gerne nachmachen. Wo ist das? Wir haben 17 Sekunden noch Zeit. Ihr wisst das bestimmt auch nicht. Irgendwo im Mittleren Westen. Komm, sehr wahrscheinlich. Du bist das. Nee, so südlich glaube ich nicht. Voll grün. Den unbekannten Menschen, den ihr gerade sucht, der ist gerade irgendwo oben in der Besprechung und unerreichbar. Okay, oh, das war's. Jetzt war's. Gar nicht so schlecht, okay. Ach, war bei Milwaukee. Das ist ja fies. Scheiße. Tschüss, unbekannte Besucher. So, das sieht nach Niederlanden aus oder so. Also es könnte auch Deutschland sein, aber in Deutschland gibt es nicht so viel Street View. Nee, England oder, also irgendwo, das ist, nee, nicht Linksverkehr. Warum eigentlich nicht? Ist das nicht England? Nee, das ist nein. England, auf keinen Fall. Ah, hier. Das ist... Poznan. Polen. Polen. Ja. Da kennt Alex sich auch. Ja, ich habe polnische Vorfahren. Das wird schon. Ich weiß, wo Poznan ist. Mhm. Hier. Und da ist es auch. Das ist der Stadtkern. Ja, ohne Scheiß. Was? Poznan? Ich war ja tatsächlich schon. Ja, Aber also die Stadt ist ein bisschen größer, oder? Das könnte eher so Vordings sein. Aber guck mal, da haben wir doch mal. Da sind kennst du zwischen, den Kiosk da? Zwischen Ravic, Srem, Stongchev und Morsina. Man merkt, du hast es richtig drauf. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es hier ist, aber wir müssen jetzt irgendwas... Ja. 27 Kilometer. Okay, es war weiter runter. Es war ein Kurnik.
Kukurnik. Hey, Moment, das wird mit O geschrieben, wird es trotzdem U ausgesprochen? Bei dem Skzynieckie Duże. Ich glaube, so heißt das. Hallo! Mann, da haben wir viele Gäste hier. Was ist da los? Heute geht's um Star-Gäste. Oh! Also jetzt sind wir mit dem Ohr. Jetzt ist völlig... Wo sind die Schafe? Völliges Chaos. Ja, das... Oder Langeoog. Neuseeland oder Langeoog? Es kam nur die eins von beiden. Die beiden einzigen Möglichkeiten. Also wenn es Langeoog ist, dann müsste ich gleich am Ende sein. Ich glaube, der Staub, den wir da sehen, das ist der, der aufgewirbelt wird von dem Kugelfahrzeug. Wir müssen auf der anderen Seite kein Staub sein. Und? Ja, stimmt. Das sind die Dünen hier. Ja. Also hier in diese Richtung fahren wir. Aber wir fahren Richtung... Wir fahren rückwärts. Ja, ich hätte jetzt aber auch nicht mir vorgestellt, dass es vorwärts irgendwie anders aussehen würde. Links- oder Rechtsverkehr? Sieht ein bisschen aus wie bei Fargo. Wenn wir hier irgendwann noch das Ding sehen. Den Eiskratzer. Staffel 2 oder? Staffel 1 und Film. Ein Film, ja. Okay. Davon abgesehen, wir haben noch 16 Sekunden. Oh fuck, ja. Wir machen ja immer noch Speedrunde. Ja, was ist jetzt? Nicht Neuseeland. Amerika? Mhm. 10 Sekunden. Ja. Was jetzt? Wyoming. Ja, Neuseeland. Nein, Wyoming. Ah, nicht schlecht. Ist da wieder Kanada. Oh, Gott sei Dank, ey. Puh. Was ist das da? Alberta oder was? Ne? Ja. Und wir haben eine One Place to Go. Okay. Und zwar... Aha. In diesem Land gibt es also Maschendrahtzäune. Ich glaube, das ist kein Land, sondern eher ein Vorort. Denk mal drüber nach. Aha. Guck mal. Eisendrop. Ah, es ist... Was? Marsmärchen, das ist ja, Holland, oder? Estendorp, Mars... Oder Belgien. Mechelen. Belgien. Mechelen? Ist das nicht in Belgien? Ich glaube, es ist in Belgien. Mars, Mechelen. Aber ich denke mal, das erste ist die Stadt. Aber halt das im nördlichen Belgien dann. Das erste muss die Stadt sein, oder das zweite ist dann der Kreis oder so, so eine Art, ne? Ich weiß nicht. Aber ich denke mal, das ist trotzdem... Doch, das könnte schon sein. Es sieht jedenfalls sehr mitteleuropäisch aus. Ja, es ist, muss irgendwas sowas sein. Da war noch ein Schild, das gucken wir uns so an. Ja, Tikop. Fast Goethe-Service. Ah, zu verkaufen. Tikop. Hasselt, Nerpelt. Das sind vier Städte. Eins von den dreien muss es sein. Ja, was machen wir jetzt? Ja, nördliches Holland Belgien. Holland oder Belgien? Nördliches Belgien. Ja. Dann sind wir hier in Lommel. In Lommel. Oh! Ah, das haben wir gemacht, Mechelen. Gut, das hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit gefunden. Ja, ja. Ich hab doch gesagt. So. Naja, egal. 40 also, Kilometer, mega. Ja. Ja. Ziemlich gut. Läuft. War's das? Soweit ich weiß, war's das, ja. Na, so, Summary. Ja gut. Es ist nicht so schön wie die letzte Runde, die wir gesehen haben. Ja, die Striche gehen da schon ein bisschen kreuz und quer. Aber macht nichts. Wir waren eigentlich immer, also so, von der Richtung her waren wir einigermaßen richtig. Wir müssen mal öfter auf Kanada tippen. Wir waren also immer Kontinent auf dem richtigen Kontinent, genau. Das Gefühl, Südkanada ist oft dabei. Öfter als man denkt. Ja, die sind halt auch ganz gut verzeichnet da, ne? Ja. Voll doof. Warum gibt es in Deutschland nicht so viel, oder? Weil die Leute das hier nicht wollen. Weil man ihnen ja in die Häuser gucken könnte. Und nein, deswegen sind die Häuser alle weggeblurrt. Weil ich habe halt eine Zeit lang mega viele Google Street View Fahrzeuge gesehen. Ja. Wir sind hier in Alert. Ist das dieser Google Alert? Wahrscheinlich. Das ist der Google Alert. Okay, ja. Ja, Kinders, es war mir eine Freude. Ja, das war's mit Folge 8, ne? Ja. Wie die Floskel das heißt. Und das ist die Welt. Nächstes Mal, wir sehen uns. Die Welt wiederholt sich ja. Krass. Nein. Never end. Nein. Ja. Wir sehen uns. Ja, nee, ich wollte nur gerade sagen, ich wollte einen Abschluss finden. Hallo. Ja, mach. Ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei großen Sehenswürdigkeiten auf besonderen Wunsch von Mareike. Und deswegen verabschiedet sie sich jetzt von euch. Tschüss. Okay, und ich sag gar nichts mehr. Ja. Ich sag gar nichts mehr. Okay. Nichts mehr.